Und es ist offensichtlich das Ergebnis einer sehr konsequenten Sozialpolitik, die die Kommunisten, wie Sie gesagt haben, so direkt am Bürger, an der Bürgerin geleistet haben. Das heißt, sie waren sehr präsent, sie waren immer erreichbar, sie waren nah am Bürger. Die hat ihre Handynummer aufs Wahlplakat gedruckt, das muss man sich mal vorstellen. Sie haben... Sie haben... Das heißt, du hättest das auch gewählt, die KPÖ, oder? Nein, das nicht. Das erklärt den Wähleraustausch. Ich hätte sie nicht gewählt, das nicht, aber es war es ist eine beachtliche Leistung und das ist auch honoriert worden vom Wähler und von der Wählerin. Und dazu ist der LKK wirklich zu gratulieren. Ja, aber was ist da los in Graz? Entschuldigung, nicht besser. Wir haben jetzt, das ist ja interessant, wenn man das jetzt anschaut in der Pause, das ist ja auch ein ganz besonderes Jahr jetzt, das 21. Jahr. Nämlich in China feiert die KP, die Kommunistische Partei in China, 100-jähriges Bestehen. Mhm. Und in Moskau wurde vor genau 30 Jahren von Boris Jelzin die Kommunistische Partei in der Sowjetunion verboten damals. Und jetzt, 30 Jahre später, nach dem Event in Moskau verboten, wird sie in Graz zur stärksten Partei. Eine Lachnummer sondergleichen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja, die Basis, die sie bis jetzt geschaffen haben, mag sein, das war ja schon 20%, sehr viel. Durch sehr viel Fleiß, durch Verzicht, ein bisschen Asche aufs Haupt, ein bisschen helfen den Menschen. Aber was jetzt passiert, das hat mit dem gar nichts zu tun. Denn das sind Wähler, hauptsächlich Wähler der ÖVP, die die gewählt. Das muss man aber vorstellen. Aber wie kann das sein? Das die wechseln die ÖVP-Wähler, weil es eine Protestwahl war. Das heißt, muss ich nachher nein, lass mal, sagen, weil es eine Protestwahl ist. Das ist eine Protestwahl, wo... Die überwiegende Mehrheit der Verluste der ÖVP in Graz sind 1:1 rübergewandelt zur KPÖ. Muss man sich mal vorstellen, dass ich den Satz überhaupt einmal aussprechen werde, dass Wähler direkt von der ÖVP zu einer KPÖ wandern, und zwar in Massen. Das hätte man ja nie gedacht. Aber das ist ja meine Protestwahl, wenn man gesagt hat, wir wollen das nicht. Und ich glaube gar nicht, dass so eine Protestwahl war gegen den Sigi Nagel, der meiner Meinung nach gar keine schlechte Arbeit gemacht hat, sondern der hat das volle Fett für das Verfehlen der Corona-Maßnahmen, für die verfehlte Politik in der Bundespolitik abbekommen. Selbstverständlich. Eine Protestwahl sondergleichen. Und mit Verlaub, liebe Maria Rauch-Kallert, Kommunisten sind es trotzdem. Denen kann man jetzt eine rosa Maschel umhängen und sagen, die sind eh so lieb. Das sind nur kleine Kommunisten, das sind die lieben Kommunisten. Die haben beinharte Enteignungsstrategien, die gegen eure Ideologie laufen, die gegen unsere aller Ideologie laufen. Die wollen das Vermögen der Menschen enteignen und sozusagen für alle aufteilen. Das ist ja die große Fantasie der Marxisten und Kommunisten. Die wollen genau das, was jetzt die Europäische Union wäre, ein Vermögensregister, wo du einschreiben musst, was besitzt du, welches Haus, welches Auto, welches Konto, wie viel Geld, das ist Kommunismus. Und da muss ich den Grazern heute sagen, das war die falsche Wahl, seinen Protest auszudrücken, sage ich heute ganz offen.